So, da bin ich wieder zu meinem Let's Play Lightning Returns. Wir sind im letzten Teil bei Gaius endlich angekommen. Und weiter geht's in dem Kampf. Also ich weiß, also seine Stärke hat sich echt nicht verändert. Also im zweiten Teil war er genauso stark, ey. Ja, der war schon immer schon so stark. So, jetzt habe ich nochmal die Zeit einmal an, zum letzten Mal. Obwohl, ich kann eigentlich nochmal anhalten. Komm. Savage beast that is darkness. I'm done. Nicht ganz, mein Liebe. Was? Körper und Seele? Ich glaube, ich spinne. Ich glaube wirklich, ich bin. Nektar Typ 2, nee, Heldenmedizin. Wings of Darkest Night. Alter, ey. Ich muss doch nur diesen blöden Kampf schaffen. Mann, ey, ich dachte, ich schaff's nicht mehr. Puh. Meine Güte, war das anstrengend. Neuer Rekord. Okay. Alles klar. Puh. Ach, meine Fresse. Okay. 1000 Girl. Nimm ich mit. You are the hunter of souls, but you cannot claim mine. Behold. Ich dachte schon, er hat sich jetzt umgebracht. Even if one Yule desires my salvation, another demands my rebirth.
With each death and life, Yule's soul was splintered anew. The divided fragments melting into the ocean of chaos. Okay. He is one and many, a contradiction. When Yule pleads for my salvation, she speaks the truth. But at the same time, Yule cannot let me go. She must keep me here. So Yule is never gonna let you go. She is but a child. And a child needs to be looked after, especially when she is doomed to stay alone in the chaos. Yule is the unseen chaos, and the chaos will consume any world that it touches. Oh man. She was always cursed from the very beginning. Yep. Her power is too great, even if she wishes no harm. The very existence of the chaos must distort and warp reality. So tell me, Savior, in the world that God is building, can you welcome her with open arms? Yep, is she. No, you cannot. It is a new future, and there is no place for her in it. We must stay here. The chaos is where we belong. That's your plan? You'll stay here with Yule and be destroyed along with the world. Was sonst? I am an empty shell. My soul is rotted away. I shall cast this body into the chaos. I shall be the shepherd of all the souls. Destined to wander the darkness, never to be reborn in the new world. Is this how you hope to atone for what you did? Do you think you can wash away the sin of destroying a world? Lightning. Mal wieder typisch, ne? Yule. You want to be with Caius? I want to stay. If you don't want salvation, I can do nothing. Now leave us, Savior. Do not confuse you all anymore. Time was distorted, why the world fell apart, why you got dragged into Valhalla. It was all because of the power of the unseen chaos. And the chaos came from that girl, reborn and splintered, generation after generation. Ja, was muss ich jetzt machen? It's under control for now. But the chaos could burst out again anytime. So you won't save everyone after all. Do you think you can live with that? I can't save someone who doesn't want to be saved. Ich hätte aber wirklich gern beide gleichzeitig gerettet. Die Wildlande, Hauptmission abgeschlossen. Ganz ehrlich, was habe ich jetzt davon? Ich wollte die Seele von Gaius und ich wollte die Seele von Jule. Also von Yule oder so, wie auch immer. Aber sie wollten nicht von mir erlöst werden. Can you hear my voice? Yep. Yule. It was you I heard. You spoke to me when I arrived in the Wildlands. I could see everything. I could see what you had to do here. So I called out from within the chaos. To all the people, past and future, I spoke to every person who would listen to me. Okay. Right. The doctor and everyone else here, bit by bit, you managed to tell the story. And that story turned into a legend about the Angel of Valhalla, shared by everyone here. Then I owe you my thanks.
I don't think we'd have found each other if it wasn't for you telling that story. I only pointed the way to your destiny. You and he have always been bound by the strands of fate since long before you came to the Wildlands. Mm-hmm. See, he was always yours. Your steed, your knight, your champion. Odin! It was you all along. Odin! Deswegen! You had me fooled. Odin, my faithful friend. It's good to see you again. Deswegen! Oh Mann! Erlöser und Belohnung. Maximal TP-Wert plus 120, maximal ATB-Balken plus 10, Angriffskraft plus 156, Magie plus 126, Heilgegenstand Kapazität plus 1. Chaos, Rache erhalten. Der Wunsch nach Chaos. Mission und Aufträge. Hauptmissionen. Wo das Chaos ruht. Lightning erfährt die Wahrheit über das ganz große Chaos. Die zahlreichen Wiedergeburten der Seherin Jewel verwuchsen miteinander und spannen ein Gewerbe aus Chaos. Jules Existenz wäre eine zu große Gefahr für die neue Welt. Gaius ist entschlossen, mit ihr in die sterbende Welt zu verbleiben. Das Chaos, das ihn umgibt, ist zu finster. Nicht einmal die Erlöserin kann ihn retten. Nebenmissionen. Der Gral von Valhalla. In St. Brande trifft Trelanting auf Professor Layton, der auf der Suche nach der Gral von Valhalla ist. Wenn Lightning tatsächlich die auserwählte Meisterin des Engels Valhalla ist, wird er sie zu dem heiligen Reglied führen. Tipp, die Legende vom Gral von Valhalla steht in Etruis Kopie der alternativen Schriftzeichen an zwei Orten im Tempel Edros und zeige sie Professor Layton. Ah, die habe ich beide gefunden. Okay. Das lange Warten. Der Mann, der auf das Ende der Welt wartet, sah den Engel Valhallas zu den Toren des Tempels fliegen. Sein letzter Wunsch hat sich erfüllt und seine Seele ist gerettet. Mission Mogri-Finder. Die drei Mogris sind wieder sicher zurück im Dorf. Es war Mogel, der sich im Wald zurückließ, weil er sie beim Duft von Honig völlig vergessen hatte. Mogel fühlt sich schrecklich und schwört, dass so etwas nie wieder geschehen wird. Okay, Datenlog haben wir noch für diese Folge. Aha, okay. Ah, da ist der Datenblock. Ich habe mich schon gewundert. Charaktere. Gaius Ballard. Der Mann, der das Chaos aus der unsichtbaren Welt freisetzte. Lightning überlag ihm einst im Kampf. Mit seinem unsterblichen Körper war Gaius der Wächter der Seherin Jewel und begleitet sie über viele Jahre Reinkarnationen seit Anbeginn der Zeit. Er schwor, Jewel aus der grausamen Kreislauf von Tod und Wiedergeburt zu befreien. Um dies zu erreichen, tötet er die Göttin Etro und verursachte eine Katastrophe. Das unsichtbare Chaos aus Valhalla überflutet und verschlingt nun die Welt. Noel tötete ihn im Kampf und er verlor sein unsterbliches Herz voll Chaos. Als ihn so er eigentlich tot sein sollte, ist er noch immer in dieser Welt. Seit seiner Verbrechen... Sind seine Verbrechen so schwer, dass selbst der Tod ihn nicht erlösen kann? Jewel. Jewel ist eine Seherin mit der Fähigkeit, in die Zukunft zu blicken. Sie gehörte zum Volk der Zeitseher und wird Generation und Generation wiedergeboren. Alle Seherinnen haben eine begrenzte Lebenszeit, der Preis für ihre Begabung. Sie sehen die Zukunft und bezahlen mit einem Stück ihres Lebens. Sobald eine Jewel stirbt, wird ein weiteres Kind geboren, das ihr Aussehen und ihre Fähigkeiten teilt, weshalb sie ebenfalls den Namen Jewel erhält. Über die Jahrhunderte wurden unzählige Jewels geboren. Der Großteil von ihnen wurde von ihrem unsichtbaren Wächter Gaius Ballard beschützt. Noel ist ebenfalls ein Nachkomme der Zeitsehenden und arbeitet mit Chaos zusammen, um Jewel zu beschützen. Die Jewel dieser Zeit
Zeitalters hatte eine starke Bindung zu Noel. Bei ihrem Tod sah sie eine Vision, in der sie mit Noel wieder vereint in eine neue Welt geboren wurde. Ihr Versprechen auf ein Wiedersehen gab Noel Kraft auf seine angestrengte Reise durch die Zeit. Mook. Als Lightning ihre ersten Schritte in Valhalla machte, war Mook ihr erster Vertrauter. Später bei Lightning bat Lightning ihn darum, ihre Schwester Sarah und Noel auf deren Reise zu begleiten. Nach der Schlacht war unklar, was mit Mook geschehen war. Doch nun stellt sich heraus, dass er mit seinen Mookri-Kameraden wieder vereint und vor ihnen zum Anführer des Mookri-Dorfes gemacht worden war. Er kann zu seinem Namen, weil bei seinem ersten Erscheinen nicht bekannt war, dass sie außer ihm noch weitere Mookris gibt. So nannte man ihn Mook, als Kurzform für Mookri. Vor langer Zeit forderte er Lightning im Kampf heraus, doch er unterlag ihr schnell und ergab sich sofort. Ständig ist er auf der Suche nach einem einfachen Weg durchs Leben. Odin. Lightnings Esper Odin ist ihr Vertrauter und Kamerad. Esper sind mächtige Kreaturen aus Valhalla, dem Reich der Göttin, und können nur von besonderen Elsie gerufen werden. Odin besitzt zwei Formen, die einen großen Kriegers, dessen Klinge alles zerschmettern kann, und die eines geflügelten Ross, das seinen Meister hoch in den Himmel tragen kann. Lightning wusste nicht, was mit Odin geschah, nachdem sie in Valhalla besiegt wurde. Erst später wurde ihr klar, dass er als Engel Valhallas wiedergeboren wurde. Ja, Odin. Die Entscheidung des Wächters. Das unsichtbare Chaos besteht aus den unzähligen Seelen der Seherin Jewel, die in einem Zyklus endloser Wiedergeburt gefangen war. All diese Jewels hatten das Verlangen, Chaos wiederzusehen, und dieses Verlangen zog sie zusammen, bis sie zu einer armfrimpfen Masse aus Hoffnung und Träumen miteinander verschmolzen. Die Seelen Jewels sind nunmehr nichts als ein großes, konzentriertes Chaos. Sie können nicht mehr voneinander getrennt werden. Sollte Chaos in der neuen Welt wiedergeboren werden, würde diese Jewel ihm auch dorthin folgen. Die neue Welt würde ebenso vergiftet werden wie diese hier. Könnte dies der Grund sein, dass Chaos sich dazu entschlossen hat, gemeinsam mit der Welt unterzugehen? Oder will er Jewel jetzt, da sie keinen festen Körper mehr hat, in dem sie zurückkehren kann, einfach nicht alleine lassen? Oder vielleicht sogar beides. Wir wissen es im Endeffekt nicht. Und wir werden uns mal kurz heilen. Ja, und dann rein gehen wir nicht mehr. Odin. What's wrong? Okay. Na dann wird dein Name jetzt umgeändert von Fightning in Odin. Nein, nein, ich lasse ihn so. Es passt im Endeffekt eigentlich ganz gut. So, jetzt habe ich hier noch die eine Mission zum Abgeben. Wo ist er denn? Steht er denn? Wo steht denn der Typ? Hier nicht. Gräberin. Ich glaube hier. Have you found it? I speak of the Grail of Valhalla. I don't have any solid clues, but I did come across some strange writing that might be connected somehow. Huh? Writing, you say? And did you find this writing somewhere within the temple? Exactly. I copied some of the more interesting looking stuff. What do you think? Is there a chance that you can decode it? Of course I can. If, that is, I have the one and only copy of the legendary scriptures of the goddess Etru. Well, let me get this straight. If I want to decipher these mystery glyphs, I need a legendary book. A book so rare that only one of them exists. All things that exist have physical form. The scriptures of which I speak are inside my mind. Do you understand?
Give me a copy of the glyphs, and I shall translate them. Na gut. I am, however, a capricious man, and I cannot guarantee I will speak the truth. Bitte schön. Give me the writings you have, and I shall decipher them. What do they say? Born by wings of white, the chosen one flies across heaven's path to where the sacred vessel lies. Mm-hmm. The word vessel here is almost certainly a reference to the Grail of Valhalla. Okay. I need to find the heaven's path, right? Yes, it would appear so. I believe you have stumbled on a valuable clue. Born by wings of white, the chosen one flies across heaven's path to where the sacred vessel lies. It appears your task now is to find the path of heaven. Oh nein, ey, ich kann mir schon denken, welcher das ist, ne? Hier kam ich ja letztens mal nicht lang. Aura, Stufe 1 oder so. Hä? Ist es nicht das hier? Missionen und Aufträge, Nebenmissionen. Der Gral von Valhalla. Professor Layton entziffert die Kopie des Enormous Lightning auf weißen Schwingen, sie über dem Pfad des Himmels fliegt. Zum heiligen Kelch, wo ihr Schicksal liegt. Wo liegt der Pfad des Himmels? Lightning kann dich vielleicht dorthin bringen. Suche nach dem Gral. Bloß wo? Gut. Hier oben anscheinend nicht. Weil hier kann er ja nicht mit hoch. Nun denn. Halt! Halt! Was ist denn Äther? Keine Ahnung. Okay, Moment. Gut, geht's ja nirgendwo lang, ne? Okay, wo komme ich jetzt hier eigentlich hin? Nochmal. Interessant. Ich habe so eine Befürchtung, dass ich jetzt darüber muss. Bloß wie ging das? Okay, gut. Leute, wir sollten hier wirklich jetzt hier aufhören. Ich mach das, nimm das jetzt noch mit. Ein strahlendes Objekt liegt direkt an der Oberfläche im Boden vergraben. Jetzt das Ausgraben, ja. Silberfragment erhalten. This looks like a relic from ancient times. I wonder if it's something to do with the Grail of Valhalla.
Gute Frage. Moment, dann kann ich jetzt eigentlich alle gleich ausgraben. Das mache ich jetzt noch schnell mitten in der Folge, ich weiß. Materiefragment erhalten. Another fragment. It looks like the others. I should keep searching. They might be clues to tracking down the Grail. Boah, wofür ich auch immer ich den brauche, ey. Sonst ist hier ja nichts mehr. Okay, gut. Wo ist denn jetzt dann der komische Typ? Moment, er ist mir ja gefolgt im Endeffekt, ne? Dann gehe ich da jetzt nochmal den einen Weg da hin hoch. Aber da müsste er jetzt stehen. Okay, ich weiß nicht, was ich jetzt hier noch machen soll. Na gut, ich habe gesagt, wir halten die Zeit an. Speichern hier. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.